Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte gern lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet und einige Groschen. Nun gut, ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Nein, er brach zwar seinen Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch, etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Verdammt! Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon.
Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich! Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser.